Assalamu alaikum, mein Name ist Sultan Sultani, euer Halal Business Coach. Heute eine neue Serie in the Day of, ein Tag mit Redline. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie geht's dir, Bruder? Alhamdulillah, wie geht's dir? Alles gut? Willst du dich mal kurz den Zuschauern vorstellen? Ja klar, mein Name ist Redline. Jedes Korn deiner Sanduhr fällt, in deinem Grab bleibt dir nichts, weder Macht noch Geld. Diene dem Schöpfer, der mich erschuf. Für das Paradies nutzt die letzten Momente. Wallahi, ich bin auch wie du. Tausende Sünden, doch ich glaube und vertraue. Ich bin 30 Jahre alt, bin Nasheed Artist. Ich bin selbstständig beruflich. Ich habe nebenbei auch eine Imkerei, ein Honigbusiness. Ja, und Alhamdulillah, ich freue mich hier zu sein. Wir werden heute mit Redline einen schönen Tag verbringen, wie er seinen Tag gestaltet. Wir sind auch bei einer seiner Geschäftspartner, holen jetzt gleich schönen Honig ab. Und viel Spaß. Es reißt mich tief, jede Prüfung formt den Stahl wie ein Eisenschmied. Mein Rab gab mir Sinn und was hat sich. Hast du die Ware dabei? Ja, Alhamdulillah. Von jeder Sorte sind drei Stück drin. Okay, Akazienhonig, Kastanienhonig und Ramadwa. Ne? Perfekt. Guck mal, Kastanien. Akazien ist auch anscheinend. Alhamdulillah. Du sagst Bescheid. Woher ihr kommt? Ich nehme das mit. Ja. Probier das, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ich stehe morgens auf, frühstücke, ich achte mal drauf. Also das Frühstück ist so mein wichtigstes Essen. Frühstück muss sitzen, Bruder. Ja, das ist dann richtig so Ei mit Tomate und so weiter. Das ist ein Shake mit Banane, Walnüssen, Honig, Vitaminen und so weiter. Ne? Also morgens muss das richtig sitzen. Ich arbeite. Also meine Arbeitszeiten sind nicht fest. Also ich arbeite mal in der Woche 10 Stunden. Mal arbeite ich gefühlt 60 Stunden. Mal arbeite ich bis 3 Uhr morgens rein. Ja, das ist natürlich der Vorteil an der Selbstständigkeit. Du kannst dich komplett selbst einteilen. Das Wichtigste ist nur natürlich, sich an seine Absprachen, seine Verträge, seine Deadlines zu halten. Ich bin, suche den Sinn, hab ihn gefunden, marschiert durch den Wind. Eiskalter Regen, ich wander durch Nebel, bis ich wieder. Ich hatte jetzt 2 Büros innerhalb des letzten Jahres. Ich bin relativ kurzfristig umgezogen. Momentan bin ich nur noch im Homeoffice. Ich habe die Büros auch abgegeben. Ich kann arbeiten von wo ich möchte. Also ich könnte jetzt nach Japan fliegen, mich dort aufbauen und von dort aus weiterarbeiten. Wir haben das Nasheed-Projekt. Dafür fahre ich zum Beispiel ins Studio. 20 Minuten. Im Honig-Business habe ich 3 Partner mittlerweile. Ich bin zu zweit gestartet. Sind jetzt 3 Leute, haben eine GmbH. Im Nasheed-Projekt sind wir mittlerweile 4 Leute. Durch ein Leben voller Leid. Ach, deine Freunde rauben dir nur deine Zeit. Sie berauben dein Iman, rauben dir dein Verstand. Umgebe dich mit Löwen, werde zu einem wahren Mann. Denn der Weg führt zu Allah. Ja, ich glaube an Allah. Auch wenn ihr mit Waffen auf mich zielt, vertraue nur Allah. Stürme vor nur für Allah. Senk mein Blick nur für Allah. Widme jede meiner Zeilen, die ich schreibe, nur Allah. Hör mir zu, der Part ist wahr. Macht mich nicht zum Star. Macht mich zu einem Verkünder von der Wahrheit bis ins Grab, macht mich zum stabilen Diener, dessen Taten und die Lieder in den Himmeln immer wieder notiert werden bis zum Tag. Yawm al-Qiyamah, auch die keiner weiß, was abgeht, wenn der Sündiger alleine in der Nacht vor seinem Rob steht. Durchlöchert von den Pfeilen des Scheitfahrens und durchlöchert vom Haram. Mit den Tränen fallen deine Sünden ab, wie vom Baumblatt für Blatt, wenn er stirbt und gereinigt. Was ist euer Studio? Wir produzieren hier nicht die Endprodukte. Ich sag mal so, wir üben hier eher, produzieren tun wir eher im High-End-Studio. Hier für die Besprechung startet, hier planen wir und so weiter. Haben wir da, wir sind gerade hier im Studio von Redline und wir wollen kurz über seinen Werdegang sprechen, wie alles aufgebaut ist und wie alles vorangeht. Alhamdulillah. Bismillah. Ja, was viele nicht wissen, ist, dass ich auch selbstständig bin als Webentwickler, als Grafikdesigner. Viele denken, dass man nur an Nasheed macht, dass man damit sein Geld verdient. Ja, er hat jetzt Millionen Klicks, er ist jetzt reich wahrscheinlich, ne? Aber nichts ist monetarisiert, also wir verdienen gar kein Geld damit. Deswegen, also seit 2012 circa, habe ich mit der Webentwicklung, Grafikdesign angefangen, autodidaktisch mir das anzueignen, ne? Während ich noch im Studium war, an der Hafen City Uni für Stadtplanung, was gar nichts damit zu tun hat eigentlich, ja, aber ich bin dann quer eingestiegen, weil das ist eine Sache, die interessiert mich. Ich wollte in einen Bereich gehen, der mich interessiert. 2012, 2014 ersten Aufträge gemacht und so weiter und so fort im kleinen Rahmen. Und Alhamdulillah, dann 2016 habe ich meine eigene Firma gestartet, ne, habe mir Partner mit ins Boot geholt, habe größere Aufträge angenommen. Und das ist dann sozusagen Das geworden. Damit finanziere ich mich heute, meine Projekte. Ich habe feste Unterrichtstage, ich bin dienstags, mittwochs,
Samstags und sonntags habe ich jeweils immer ab 19 Uhr Unterricht. Von morgens bis in den Mittag, da kläre ich alles Arbeitstechnische ab. Versuche damit sozusagen meinen Risk am Morgen einzupacken. Alles, was danach kommt, ist Planung für die Anarchie. Am Ende ist Allah derjenige, der die Zeit kontrolliert, der sie erschaffen hat. Also ich habe wirklich auf eBay Kleinanzeigen erstmal nur Logos verkauft, Design für Logos, für teilweise 10 Euro, 5 Euro. Ja, ist ja nichts. Ja, weil ich dachte mir, ich taste mich da irgendwie rein. Es war auch noch während des Studiums. Dann kamen weitere Kunden, Aufträge, es hat sich rumgesprochen. Ja, da kamen höhere, da kamen größere Firmen auf einen zu und dann immer größere. Da hat sich die Selbstständigkeit dann von eBay Kleinanzeigen, 5 Euro, 10 Euro Logos, zu Webseiten, die teilweise für 3.000 bis 5.000 Euro weggehen. Es gibt dann auch einen Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt, ich empfehle euch zwei Heilmittel, einmal den Koran und Honig. Ich habe mir damals über eBay Kleinanzeigen wieder, mashallah, an diese Plattform erstmal, habe ich mir einen großen Bottich mit Honig bestellt, also 20 Kilo. Ich bin dann auf die Idee gekommen, weil ich so viel hatte. Ich dachte mir, ey, ich fülle das in ein Glas ab und schenke das Freunden. Und dann habe ich mir Gläser bestellt online. Dann habe ich, guck mal, das ist das erste Etikett, was ich dafür erstellt habe. Das ist richtig hier. Das war der erste Moment sozusagen. Das erste Etikett, was ich designt habe für den Honig, habe es drüber geklebt und schon hast du ein wertiges Produkt. Habe ich nach langer Zeit einen alten Freund wieder getroffen aus der Gegend. Der, er heißt Mehmet. Dann habe ich ihm erzählt, ja, ich verkaufe hier und da Honig. Dann haben wir uns zusammengetan und haben unsere eigene Marke erstellt, haben angefangen selber zu imkern. Wir haben selber Bienenvölker. 80.000 Mitarbeiter haben wir, ja, die diesen Honig hier produzieren. Alhamdulillah, an verschiedensten Standorten in Hamburg. Wir packen nichts in den Honig, er ist frei von Zusätzen, wir erhitzen ihn nicht. Das heißt, das ist die reinste Qualität, die du haben kannst. Ja? Das Believer Honig, Alhamdulillah. Wir haben von der Community sehr viel Support auch dafür bekommen. Ja? Ja, kommen wir mal zum kreativen Teil, was mich auch persönlich sehr interessiert. Wie produzierst du? Wir sind ständig im Produktionsprozess, ja, im Prozess, worüber kann man schreiben, was kann man schreiben und so weiter. Ne? Bei mir, ich schreibe eigentlich nur digital. Also es gibt viele Leute, die noch oldschool mit Stift und Zetteln schreiben, aber ich schreibe eigentlich nur digital, ja, auf dem Laptop, auf dem Handy. Ja, also die Beats produziert unser Produzent Ilias Mau. Ja, der ist, glaube ich, auch dem einen oder anderen bekannt. Zum Beispiel ein sehr talentierter Bruder aus Kanada, der das für uns produziert. Und wir schreiben unsere Texte, ne, natürlich auf persönlichen Erfahrungen, auf die über Motivation, über Islam, über Dinge, die jeden beschäftigen. Also die Kosten im Studio sorgen uns tatsächlich wirklich aus. Ja, das ist eine Problematik oder eine Herausforderung. Ne? Also wir mögen es von Herausforderungen zu sprechen, nicht von Problemen, die es für uns noch zu bewältigen gibt. Ja, das heißt, im Studio zahlen wir zwischen 30 bis 50 Euro die Stunde. Ne? Und das kann sich bei, mal nehmen wir was in 3 Stunden auf, ne? Mal bin ich mit meinem Nasheed in 5 Stunden oder 6 Stunden fertig, weil es nicht gepasst hat und die Performance nicht passt oder an dem Tag war deine Stimme nicht so gut oder so, dann musst du immer wieder hin. Ja, und das saugt einen natürlich aus. So. Aber das Equipment im Studio ist nicht viel besser als das, was wir hier haben. Ja, also wir haben hier High-End-Equipment, aber wir haben keinen Sound-Engineer. Wir haben keinen Produzenten, der sich wirklich bis in die Materie auskennt mit dem Mixen und Mastern von unserem Track, von unserer Stimme. Das haben wir aber im Studio. Im Studio haben wir hochprofessionelle Leute, die wirklich mit den High-Level-Leuten aus der Industrie zusammenarbeiten. Also die Produktion dauert in der Regel einen Monat, würde ich sagen. Ja, also ich denke mal, ein Monat kommt hin, ne? Wenn man schreibt, den Beat produzieren lässt, dann Korrekturen macht, ne? Bis man das fertig gemastert, also das Endprodukt hat, würde ich einen Monat sagen. Ja? Im besten Fall sage ich mal 2 Wochen. 2 Wochen im besten Fall, ansonsten einen Monat. Wenn man noch ein Videodreh drin hat, dann kommt es immer auf die Zeit nochmal vom Videografen an. Sagen wir, im besten Fall hast du in 1,5 Monaten einen fertigen Nasheed mit Video. 1,5 Monate, ja. Am Beispiel von Singles, ja? Am Beispiel von meinem Album habe ich ein Jahr habe ich gebraucht. Ne? 10 Nasheeds sind drauf. Sagen wir, 1 Monat pro Nasheed, 10 Monate. Ja? Dann noch Nachproduktion, Korrekturen, Marketing vorbereiten, kleine Videos vorbereiten. Ne? Dann beim Album bin ich auf 1 Jahr zum Beispiel gelandet. Alhamdulillah, heute nutzen wir die Gaben im Namen Allahs. Alhamdulillah, heute nutzen wir die Gaben im Namen Allahs. Alhamdulillah. Heute nutzen wir die Gaben im Namen Allahs, Alhamdulillah. Willst du was trinken, Bruder? Ich trinke mit dir. Wasser. Ja.
Wasser? Ja, eine Flasche Wasser, Red Bull, alles Mögliche, Bruder. Ich bin kein Red Bull-Freund, aber der Bruder hier. Ja, sag mal selber. Ist aber keine Red Bull-Werbung, ne? Das hier ist unser Besprechungsraum. Okay. Ja. Ohne Schuhe bitte. Was verdient ein Red Line mit seinen Klicks? Millionen Klicks hat er. Ob er Millionär ist, muss er jetzt kurz beantworten. Tatsächlich denken viele Leute, dass ich Millionär bin, ja? Weil man Millionen Klicks hat auf YouTube, aber das ist nichts mehr. Ja? Also gerade in der Musikbranche würdest du, wenn du deine Videos monetarisierst, bei einer Million Klicks, glaube ich, 1.000 oder 2.000 Euro bekommen maximal. Damit kannst du nichts machen. Ja, damit produzierst du einen Nasheed oder zwei Nasheeds. Mhm. Ja, oder einen Nasheed mit Video und fertig. Dann gehst du sogar noch ins Minus. Ja? Das heißt, es bringt nichts. Also du machst kein Geld damit. Streaming bringt natürlich Geld ein, ja? Aber damit wird auch nur wieder produziert. Also es ist nichts, was reinkommt, ist irgendwie zu unserem Vorteil, um unser Leben dadurch zu finanzieren, um einen dicken Wagen zu fahren oder was auch immer. Alhamdulillah, ein wunderschöner Tag mit Red Line. Die letzten Worte wird nochmal Red Line uns nochmal schenken. Vielleicht hat er noch ein paar Tipps für zukünftige Nasheed-Sänger, Unternehmer, wie sie natürlich ihre Zukunft starten und gestalten sollten. Macht eure Sache auf jeden Fall für Allah. Ja, also setzt die Absicht, dass ihr Allahs Zufriedenheit erlangen wollt. Und dann ist egal, was ihr macht. Ja, ob ihr Nasheed-Artist seid, ob ihr Unternehmer seid. Ja, dann macht ihr eure Sache mit dem Blickwinkel, dass ihr Allah damit zufriedenstellen wollt. Wenn ihr euer Geld verdient, dann, weil ihr sagt, ich möchte meine Familie ernähren oder ich möchte meine Projekte damit finanzieren. Ne, womit ich sozusagen die Menschen zum Guten aufrufe. Womit ich für meine Gesellschaft, für meine Brüder und Schwestern, für die Menschen ein Nutzen sein kann. Ja, also macht eure Sache für Allah. Dann die nächste Sache, die wichtigste ist zu starten. Zu starten, keine Angst zu haben, was die Leute sagen, denken, ob du scheitern würdest oder nicht. Vertrau auf Allah, mach deine Sache und zieh sie konsequent durch. Ja? Nicht stehen bleiben, sondern Step by Step. Jeden Tag einen Schritt gehen und am Ende nach 2-3 Jahren bist du sehr oben, sehr weit oben angelangt. Ja, wenn du stehen bleibst, nach 2-3 Jahren bist du halt genau dort, wo du stehen geblieben bist. Ja, das aktiv sein, für Allah aktiv sein. Das ist, was ich den Leuten mitgeben kann. Und Allah ist derjenige, der den Erfolg bringen wird. Amin. Perfekte Worte zum Abschluss. Denn Allah liebt die Kontinuierlichkeit. Somit seid beharrlich, seid fokussiert. Gebt dem Video gerne ein Like. Kommentiert fleißig. Unterstützt natürlich den lieben Bruder Red Line. Wir werden natürlich einige Verlinkungen unter dem Video aufbauen. Wie zum Beispiel seinen perfekten, sehr, sehr guten Honig. Oder auch natürlich seine Clips, Videos und Musik. Wo wir alle im Team natürlich ein großer Fan sind. Und sagen wir mal, aber eine Sache noch von mir, ja, und zwar, ich möchte dir oder dem Team noch diesen Honig schenken. Believer Honig Sommertracht, ja, das ist der Bestseller. Bruderherz, probier diesen Honig und sag mir, wie es dir geschmeckt hat. Ja, schick mir eine Nachricht, inshallah. Und wir werden die Nachricht, die du mir schickst, schneiden wir in den Clip ein. Ja? Sehr gerne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.